Sie sind weltweit im Einsatz und dabei manchmal sogar auf zwei Erdteilen gleichzeitig. Auf Island stoßen die europäische und die amerikanische Kontinentalplatte zusammen. Hier erstreckt sich unter Wasser ein Labyrinth aus Gräben und Grotten. An den engsten Stellen ist die linke Hand in Amerika und die rechte in Europa. Vor der Küste Islands in der Bucht von Keflavik hat unser Team Riesenhaie entdeckt und traut sich zu ihnen ins Wasser. Bis zu 14 Meter lang werden die mächtigen Tiere, aber für Menschen besteht keine Gefahr. Riesenhaie sind Planktonfresser und offenbar genauso neugierig wie die Taucher. Besondere Sicherheitsregeln gelten beim Tauchen unter Eis. Ein zusätzlicher Helfer führt zur Orientierung eine Leine nach, als unsere Spezialisten zu einem Flugzeugwrack auf den Grund eines norwegischen Fjords abtauchen. Aber nicht nur Menschen interessieren sich für den Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch die aus Russland eingewanderten Kamtschatka-Krabben. Auch hier müssen die Taucher extrem vorsichtig sein, denn die Scheren der Monsterkrabben könnten Finger oder Schläuche durchtrennen und ihre Spannweite beträgt fast 2 Meter. Manchmal reist das NDR-Team aber auch zu Dreharbeiten in tropische Gewässer. Wie hier vor Papua-Neuguinea beherrschen dann kräftige Farben und eine überwältigende Artenvielfalt das Bild. Bei einem einzigen Tauchgang können die Unterwasserfilmer bis zu 300 Fischarten entdecken. In der Ostsee wären es in der gleichen Zeit nur zwischen 5 und 10. Und wir sind zurück in Eckernförde, Schnupperkurs Teil 2. Jetzt wird's ernst, Thorsten. Ja. Es geht ins Wasser. Was passiert jetzt? Ja, wir gehen jetzt rein, ziehen uns die Sachen komplett an, den Rest, den wir noch mit haben. Du hast ja noch ein bisschen was bei dir. Und dann legen wir los. Übrigens sehr schwer, knapp 30 Kilo. Ja. Aber du kannst dich dran gewöhnen. Ja, ich hab mich dran gewöhnt. Und Sie sehen, liebe Zuschauer, mir steht das Wasser bis zum Hals. 11 Grad hat die Ostsee. Gleich geht's unter Wasser, Thorsten. Jetzt die nächsten Schritte, ganz wichtig. Ja, wir brauchen natürlich Luft zum Atmen, wir nehmen im Lungen oder im Mund. Es kann auch mal passieren, dass wir unter Wasser aus irgendeinem Grund aus dem Mund rauskommt oder man hustet oder ähnliches. Dafür wollen wir ihn wieder reinkriegen. Einfach rausnehmen, Mundstück nach unten, dabei ein bisschen Blasen machen und dann wieder reinnehmen und als erstes immer auspusten und dann erst wieder atmen. Ich mach vor, du machst nach. Klingt doch einfach, oder? Genau. Also, das war schon mal ein Kinderspiel, möchte ich sagen. Ist das denn auch das, wovor die meisten Leute Angst haben, dass sie natürlich, wenn sie unter Wasser sind, keine Luft mehr kriegen? Ja, natürlich. Es ist ja schon komisch, unter Wasser atmen zu können. Aber über eine kurze und lange, also nach kurzer Eingewöhnungsphase, kriegt das eigentlich jeder wirklich auch gut hin. Und wie wichtig ist das Vertrauensverhältnis zwischen Schüler und Lehrer? Ich glaube schon ziemlich wichtig, aber da musst du eigentlich eher die Schüler fragen und nicht mich. Also da fragst du, glaube ich, gerade den Falschen. Wobei, wenn ich als Schüler reden darf, also mein Vertrauen ist groß, also ich fühle mich hier gut. Gut. Auch wenn es nicht so aussieht. Okay, nächste Übung. Falls mal Wasser in die Maske läuft, du musst ja nicht immer so trocken bleiben, wie es jetzt ist, da brauchen wir nur durch die Nase ausatmen. Dabei drücken wir die Maske fester an die Stirn und atmen durch die Nase aus. Und das Wasser wird nach unten rausgedrückt. Auch wie gerade eben, ich mach vor, du machst nach. Alles klar. Und runter. Nächste Übung bestanden, 3 minus, würde ich sagen. Ah, das war gut. Das war sogar sehr gut. Wie lange dauert es denn, bis man dann richtig ans Tauchen gehen kann? Also ja, es kommt ein bisschen drauf an, aber eine Woche, wenn man jeden Tag eine Woche, also jeden Tag kommt ja ungefähr eine Woche. Und von der Sache her hängt das sehr vom Schüler ab. Wir verkaufen keine Tauchkurse, sondern wir bringen das Leuten das Tauchen bei. Also ja. Solange wie es dauert, dauert es eben bei uns. Und wenn du noch mal Werbung machen sollst für das Erlebnis Tauchen, was würdest du sagen? Es gibt nichts Vergleichbares, nichts vergleichbar Schönes. Also, was ist das Schöne genau?
Wir sind die Astronauten der Welt. Das ist so mein Lieblingsspruch. Wir haben die Dreidimensionalität und wir sehen vor allem Sachen, die andere Leute nie sehen. Wenn wir abtauchen, sind wir weg für die anderen. Aber unten fängt eben erst ist ein ganz anderes Leben und die ganzen schönen Sachen sehen wir unter Wasser. Die ganzen Fische, die wir sehen, du hast ja auch schon Krebse gesehen. Es gibt hier so viel zu entdecken und so viel zu machen. Neben dem Wracktauchen eben auch die ganze Flora und Fauna ist einfach wunderschön. Und diese Schwerelosigkeit. Ist sie keine direkte Schwerelosigkeit, aber das ist wirklich schön. Okay, hört sich gut an, würde ich sagen. Wir gucken auch gleich nochmal dem NDR-Taucherteam sozusagen über die Schulter. Wenn die dann auf große Tour gehen, dann werde ich dann wahrscheinlich am Land bleiben. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Gerne. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die Nachrichten. Vorher, werden Sie die Nachrichten gucken, tauchen wir noch mal kurz unter und ich werde mal suchen, ob wir ein paar Krebse finden. Alles klar, dann mal los. Wir wollen in die Richtung, einfach runter und los. Wir sind zurück in Eckernförde und aus dem Wasser, Thorsten. Ich habe gesehen, zwei Krebse, eine Seenadel, ein Schwarm Fische, also Aal, keine Seeschlange. Das heißt aber keine Aal, sondern Sandaale. Aber ein ganzer Schwarm. Also ich möchte noch sagen, vielen Dank für das erste Erlebnis. Liebe Zuschauer, ich kann es Ihnen nur empfehlen, kommen Sie einfach hier zum Eckernförder Südstrand. Also ist eine ganz neue Erfahrung. Danke dir. Gerne. Für Sie noch schnell der Hinweis, Schleswig-Holstein Magazin um 19.30 Uhr zur gewohnten Zeit. Und jetzt nochmal das NDR-Taucherteam unter Wasser. Tschüss und auf Wiedersehen.